Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen heute, wie Sie einen Livestream via einem ganz einfachen Webhosting via FTP-Server auf Ihrer Webseite anzeigen lassen können. Wenn Ihnen dieses Tutorial gefällt, lassen Sie doch gerne einen Daumen hoch da und schreiben uns in die Kommentare, ob alles wie beschrieben funktioniert hat. Dieses Tutorial zeigt eine Darstellung via JPG-Schnappschüsse. Für einen ruckelfreien Livestream mit Ton über den Flashplayer bzw. einen Livestream, den Sie auch auf Drittanbieter-Websites wie Wix.com einrichten können, schauen Sie bitte unser anderes Video. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung oder jetzt in der Infocard. Zum Vergleich zum RTMP-Stream gibt es einiges zu beachten. Der RTMP-Stream überträgt ein flüssiges Bild mit Ton. Jedoch benötigen Sie dazu eine Portweiterleitung, eine Webseite oder eine Domäne sowie einen Dynamic DNS-Service. Zudem verwendet jeder Viewer die Bandbreite Ihres Internetanschlusses. Bis auf die Webseite und den FTP-fähigen Server benötigen Sie für den Snapshot nichts. Jedoch wird dann kein Ton übertragen und die Ansicht wirkt etwas ruckeliger als der RTMP-Stream. Als erstes richten wir den FTP-Upload der Kamera ein. Gehen Sie hierzu in die Einstellungen der Upcam, danach auf Alarm und Aufzeichnungen und dann auf FTP-Server. Hier geben Sie die FTP-Daten Ihres Servers ein. Wenn Sie sich mit dem Pfad unsicher sind, nehmen Sie gerne das Programm FileZilla, um sich den Pfad auf dem Server zu kopieren. Der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Wenn der Test erfolgreich war, navigieren Sie zu dem Reiter Daueraufzeichnungen. Stellen Sie hier die Option Dauerbilder auf FTP an und setzen eine Häufigkeit. In diesem Beispiel nehmen wir 10 Sekunden. Der Speichermodus wird auf gleiche Datei überschreiben zwecks Live-Übertragung gestellt. Das gespeicherte Bild heißt automatisch upcam.jpg, damit das Skript direkt damit arbeiten kann. Nun gehen wir auf www.upcam.de. Hier geben Sie oben in die Suchleiste Wettercam ein und klicken auf das Content Management System oder kurz CMS. Klicken Sie hier auf den Hilfeartikel. Auf der angezeigten Seite finden Sie nun den Abschnitt IP-Kamera als Wetter-Webcam. Laden Sie sich nun das Skript herunter. Der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Wenn der Download fertig ist, entpacken Sie die HTML-Datei. Diese kann direkt benutzt werden. Um das Skript nun auf Ihrer Webseite zu nutzen, laden Sie das Skript auf dem Webspace hoch. Dies ist auf Ihrem eigenen Server. Wenn die Webseite über Ihren eigenen Server läuft, nutzen wir zum Beispiel ebenfalls FileZilla. Laden Sie das Skript nun in den Pfad, in dem sich das Bild von der Upcam befindet. Optimalerweise ist dies im Stammverzeichnis. Das Skript greift nun auf das Bild im selben Pfad namens upcam.jpg zu und stellt dies auf der Seite dar. Das Bild in dem Pfad wird nun alle 10 Sekunden von selbst überschrieben und wird vom Skript automatisch immer wieder im Abstand von 2 Sekunden oder 2000 Millisekunden, wie es im Skript steht, aktualisiert. Nun haben wir erfolgreich einen JPG-Livestream erstellt. Wenn die Bilder nicht komplett dargestellt werden, liegt es daran, dass die Bilder nicht vollständig hochgeladen werden können. Sie können in den Einstellungen der Upcam oder Video und Audio und Videoeinstellungen die Bilderauflösung auf VGA stellen. Alternativ oder zusätzlich können Sie im Skript das Aktualisierungsintervall auf 5000 stellen, damit der Upload mehr Zeit hat. Wenn Sie eine Website haben, auf der Sie die Live-Ansicht Ihrer Upcam in einem Frame darstellen möchten, fügen Sie einfach den folgenden Code an der Stelle ein, wo Sie die Live-Ansicht sehen möchten. Achten Sie darauf, dass der Dateiname im SRC-Tag dem Dateinamen des Skripts entspricht. Dieser darf natürlich nicht Index sein, da Sie sonst die Startseite Ihrer Webseite überschreiben würden. Den Code finden Sie in der Videobeschreibung.
Zur Einbettung eines Iframes eignet sich auch die Einstellung einer niedrigen Auflösung im Einstellungsmenü. Wenn Sie noch Fragen zur Webdarstellung Ihres JPG-Livestreams haben sollten, lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen und wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie doch ein Like da. Weitere Informationen zur Einrichtung der Kamera finden Sie auf unserem YouTube-Channel. Und um weitere Videos nicht zu verpassen, klicken Sie einfach auf Abonnieren.